Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ja, ihr hattet natürlich recht, dass es natürlich nicht geht, dass man die Beta einfach hier freilässt. Weil die Umweltbedingungen sind natürlich unter aller Sau hier. Manchmal, das heißt, das vergammelt alles. Und das, warte mal, ich muss das mal Licht wieder anmachen bei mir. So, das seht ihr was. Und vielleicht mache ich hier noch ein bisschen zusätzliches Licht rein. Gleich mal schauen. Wie, naja, das ist ein bisschen, ach so, warte mal, ich schaue gleich mal nach den Solarzellen, das interessiert mich jetzt. Ich bin eben gerade rein und wie sind die Solarzellen? Die sind natürlich wieder aus. Die sind natürlich wieder aus. Na gut, ich meine, es ist jetzt Nacht gerade, aber die, ist da nicht immer irgendwas an? Die sind komplett aus. Und ich habe die Befürchtung, das ist auch sonst immer aus. Keine Ahnung, woran das liegt. Wir werden das mal sehen, wenn es dann heller wird. Ob die dann angehen. Ja, warte mal, wenn ich jetzt so irgendwie. Ich will jetzt nicht alles ausschalten, aber. Naja. 40% Sauerstoff, das können wir dann eigentlich. Müssen wir dann wieder auffüllen, aber. Okay, macht nichts. Also, das erste ist natürlich, ich werde die. Die Beete erstmal bestücken wieder. Ihr hattet wie gesagt recht. Das geht nicht. Man muss das schön schützen. Und dann ist natürlich auch Folgendes wichtig. Ist natürlich, dass hier es luftdichte Türen sind. Na, sonst geht das nicht. Ich glaube, die Glastüren, die sind nicht luftdicht. Wobei die natürlich cooler hier reinpassen würden, wenn man sagt, okay, man hat hier so eine Tür und dann hat man bloß eine Glastür und nicht so ein zues Loch hier. Also ja, man sieht nichts. Naja. So, das heißt, wir haben jetzt hier so viel. Ich habe, glaube ich, ein paar Samen, Pflanzen, Setzlinge hergestellt. Ja, da haben wir es ja. Und, ach so, genau. Dann, aber die können ja, glaube ich, weg, hä? Die können doch weg, die eingesammelten von damals. Können wir vernichten. Und dann wollte ich nämlich einen Bodenkleider bauen heute. Dann, so. Erstmal um die Pflanzen mich kümmern. Das heißt, ich habe jetzt die vier hier. Und Licht. Licht natürlich auch. So, ich habe einen relativ hohen Ping, habe ich jetzt mitgekriegt. Also mein Ping ist echt so zwischen 60 und jetzt vorhin war es sogar 77. Das ist recht hoch. Deswegen kann das echt manchmal dauern hier, wenn ich hier zu den Konstruktor gehe und die auf und zu mache. So, wir machen erstmal Lampen. Wie viel machen wir Lampen? Vielleicht machen wir noch woanders ein paar Lampen. Lampen sind wir mal cool. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann hat man jetzt hier schon Promethium. Das nehme ich mal zu mir und baller das hier in unseren Generator rein. So, weil da. Ich vertraue diesen Solarzellen nicht. Vertraue den Solarzellen nicht. Haben wir noch ein bisschen Sauerstoff, 3 Flaschen Sauerstoff. Oh, echt, haben die Großen weggeballert, ne? Naja, gut, 3 Sauerstoff. Das ist natürlich auch nicht so viel. Haben wir hier noch irgendwas? Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Kann ich den eigentlich schon bauen? Der war, glaube ich, hier vorne, ne? Genau, Wasserkanister und Stahlplatte. Eisen, wie viel haben wir? Eisen 200, das ist eigentlich okay, da kann man erstmal sehen. Output ist 2, okay, das sind das 20, 40, 60, 100. Machen wir mal 100, so. Das ist am besten. Okay, ah. Nee, war falsch. War natürlich falsch, ich tippe echt immer daneben. Ah. Sind doch ein paar Leute da. So. Das heißt, ich bringe erstmal ein bisschen Licht hier rein, dass man hier auch was sieht. Am besten, ich finde diese flachen immer am besten hier. Die kriegt man aber in die Ecke nicht, weil ja hier die Blöcke von dem Glas ist. Und ran, das sieht blöd aus. Warte mal, wenn ich die ranmache, könnte ich eigentlich dahinter gehen, oder? Kann er eigentlich dahinter dann gehen? Genau, und das Interessante ist ja, warte mal, ich habe jetzt, glaube ich, keinen Helm auf. Genau.
Könnt ihr jetzt hier in die Ecke gehen? Mal sehen, ob das hier auch ist. Ne, da geht's. Okay, aber woanders? Wo war das? Ich glaube, bei den Betonecken war das so. Da hat man keinen Sauerstoff gekriegt. Oder vielleicht haben sie auch gefixt. Das kann natürlich auch sein. Okay, das gefällt mir nicht. Das heißt, ich mache das wieder weg. Und mache hier unten ein paar Lampen hin, weil oben ist das gleiche. So, wieso passt das nicht? Ah, hier sind zwei Reihen. Okay. Hier sind zwei Reihen. Und hier ist bloß eine Reihe am Betrand. Naja, also ganz perfekt kann man es dann eben doch nicht machen. Hier vorne geht es gar nicht. Dann mache ich halt noch hier hinten mal eine, hier hin. Und dann mache ich am besten noch die andere hier hin. Und eine mache ich draußen dran immer gerne. Beziehungsweise... hier ist er, genau. Die stapelt er nicht. Mach die noch hier dran. Super. Jetzt bepflanzen wir mal noch alles und dann widmen wir uns dem. Warte mal, reicht das? Da muss ich halt zweimal gehen. Macht nichts. Die Sauerstoffflaschen. Genau, wir kümmern uns mal noch schnell um den Sauerstoff. Das müsste erstmal reichen, den Rest heben wir uns auf. Ja, super. Und wir haben jetzt noch übrig 38, die haue ich mit hier hinten. Kanister. So. Unsere Box. Jetzt. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben Getreide. Dann haben wir Aloe Vera. Wir können erstmal Tomate einsammeln und dann haben wir hier oben Mais. So. Nur da kann ich eigentlich noch mehr machen. Hier haben wir ein ganzes Beet von dem. Da kloppe ich die mal weg. Und da haben, ach, da haben wir einen Keim wieder gekriegt. Okay, das ist natürlich nett, aber hier sind alle voll. Da heben wir uns den auf, man weiß ja nie. Oder wir hauen hier vorne. Ne, wir warten erstmal. Ich will versuchen, so viel wie möglich. An verschiedenen Pflanzen hinzubauen. Das heißt, den, ach, der geht ja nicht mehr rein, glaube ich. Das heißt, wir hauen den am besten... hier alles hier rein. So. Ach, da oben waren auch noch welche. Warte. Ja. Ja, was ist wichtig? Gewürz ist wichtig. Gewürz ist wichtig für die ganzen Essenssachen. Dann die große Eiweißpflanze, die ist auch wichtig, aber das reicht wieder nicht. Okay, ich muss irgendwie Zeug erstmal loswerden. Wahrscheinlich. Naja, gut, sonst renne ich halt immer hin und her. Egal. Dann machen wir das so. So, das heißt, wir haben... das ist soweit klar. Dann... setz mal hier. Fasern ist gut für den Treibstoff. Honig ist auch gut für Heilung. Und Gewürz 4. Warte mal, mach mal 4. Mach erstmal 2. Ich mache erstmal 2, weil wir haben ja noch ein paar andere. Und dann, wenn noch was Platz ist, ich glaube es aber nicht, dann nehmen wir die. Und dann. Die Eiweißpflanze, die will ich noch haben. Und was haben wir dann? Tomaten hat man dort. Aloe Vera hat man auch. Dann nehmen wir noch die Tomaten mit. Die hauen wir hier rüber. Und was hat man? Mais hat man, glaube ich, auch. Und Kürbis noch nicht. Und das hauen wir erstmal hier rein. So, ach, die Pilze. Die können wir natürlich auch noch machen. Da müssen wir doch was wegpickern von den anderen Pflanzen. Oder wir erweitern das dann erstmal. Aber hier drüben war noch eine Tür. Ja, das ist ja alles machbar. Wir können ja alles machen, wie wir wollen. So, dann hauen wir hier noch eine Tomatenpflanze hin. Und wir nehmen mal die weg. Hauen hier auch noch eine Tomatenpflanze hin. Und dann hatte ich ja noch die Pilze. Und dann
Na gut, machen wir noch einen Pilz. So, und dann hatte ich gesagt, haben wir noch Kürbis, den hat man noch gar nicht. Kürbis, ich meine, ich heb die ja auf, das klappt ja gut. So, so, und dann Kürbis. Achso, da hat man bloß einen. Dann nehmen wir noch ein Gewürz. Habe ich noch ein Gewürz? Gewürz ist gut. Gewürz ist zurückgeschafft worden von mir. Okay. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in Beinen. Geh weg. Geh weg, Wand. So. Gewürz. Derweil kommt das rüber. Das rüber. Die anderen Sachen, die kann ich erstmal gebrauchen. Wir pflanzen dort noch ein Gewürz hin. So. Und dort auch noch. Super. Jetzt haben wir es. Da hinten ist auch noch. Kürbis. Kürbis? 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 Haben wir noch einen Kürbis? Oder Kürbis hat man, glaube ich, nicht mehr, oder? Kürbis hat man nicht mehr. Wir hatten keinen Kürbis mehr. Wir hatten nur Tomaten. Kann ich einen Kürbis herstellen? Kürbis. Ja. Okay. So, dann haben wir's. Was fehlt uns eigentlich? Gemüse. Na gut. Das kriegen wir dann rein. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist das Beet erstmal fertig. Man hat echt immer so irgendwie was zu tun. So, immer ist was zu machen. So. Ja, ich habe dann nämlich jetzt mal sehen, wann ich das fertig habe. Ich baue jetzt in unser Szenario, in unser Sonnensystem, baue ich jetzt 4 PvP-Planeten ein. 4 große PvP-Planeten. Die sind dann, also das ist alles PvP. Da ist der Orbit-PvP, da ist der Planet-PvP und der Mond-PvP. Und das ist dann, sieht jetzt an. Mal sehen, wenn es hell wird, wie die dann an sind. Die sind dann zum sich gegenseitig umschießen da. Oder was anders machen. Oder überhaupt. Ach, der ein Rollstuhl. Da gibt es einen Rollstuhl. Er sieht ein bisschen aus wie ein Rollstuhl. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Das ist dann, ja, was ist das? Das ist einfach nur ein Mikrokleider. Einfach, da kann vorne einer sitzen und hinten. Man kann sich sozusagen von A nach B bewegen, mehr nicht. Aha, die Texturen sind nicht ganz perfekt, ja? Die sind nicht ganz perfekt. Sonst könnte man hier eine schöne Fläche draus machen, aber es klappt nicht ganz. Da bräuchte man wahrscheinlich dann auch mehrere, hä? Weil wenn ich... Na gut, ich könnte es genau zentrieren, dass das genau mit der Ecke zentriert. Also hier unten haben wir ja so ein schwarzes Bubbel noch, so ein Strich. Und wenn wir den ein bisschen hochnehmen, so dass der hier oben verschwindet und dass das hier genau mittig ist, dann ist das hier mittig und dann muss es immer noch nicht passen. Naja, da könnte sich der Entwickler mal was ausdenken, dass das eben schön, dass man da auch Flächen machen kann. Ich glaube, da gab es noch andere Sachen, die nicht so ganz hundertprozentig passten, wenn man sie zusammen gemacht hat. Ich glaube, die Kurven waren auch sowas. So, okay, also ich habe jetzt im Prinzip alles für meinen Kleider. Ich will ja, wie gesagt, auch meine eigenen Kleider bauen. Die anderen sind natürlich alle viel schneller, aber das möchte ich auch selber haben. Also ich habe jetzt eigentlich derweil alles gemacht, was ich brauche, denke ich, für den Kleider. Da können wir eigentlich mal anfangen. Habe ich einen Kern? Ja, ich habe einen Kern. Okay, das Einzige ist jetzt, wo baue ich den hin? Sprich, wo habe ich eine Fläche? Ich baue ich einfach hier unten hin. Oder wäre natürlich cool, wenn ich so eine irgend so eine Fläche hätte, die ein bisschen beleuchtet ist. Das könnte man eigentlich noch machen, oder? So wie so ein Parkplatz dann. Das könnte ich eigentlich noch machen. Habe ich noch ein paar Blöcke? Ja, habe ich. Die müssten vielleicht 123, müsste vielleicht sogar reichen, oder? Okay, wir schauen mal, was am besten ist. Also am Wasser würde ich jetzt nicht. Hier drüben kommt da dann die
Hier drüben sind dann die Spinnen, oder? Jetzt, wie ist das, wenn ich jetzt hier eine Platte lang ziehe? Dann müsste, wir wissen, ist der Spawnpunkt dann immer noch da? Ansonsten mache ich es dann doch hier oben hin, neben das Geschütz, hier so hin. Ich sagen. Nee, so rum. So. Und dann. So ziehen, ne? Okay. Boah. Können wir so fast lassen. Warte mal. Ja, kein Stress. Zieh es noch ein bisschen hier in die Richtung länger. Ich meine, so riesig wird der Kleider nicht, aber. Also, wenn man eine Fläche zieht, dann halten, String drücken und dann kann man hier so eine Fläche ziehen. Aber das wisst ihr ja bestimmt alles selber. Okay, genau, dann machen wir das so. Und jetzt machen wir Folgendes noch. Wie viel haben wir noch? 6 Stück, bloß noch echt, haben wir so viel verballert. Wir machen jetzt so unseren Entgrasungstrick. Ich glaube, der geht. Das ist gar nicht mein Zelt. Habe ich irgendwie mein eigenes Zelt? Habe ich da? Ah, ich habe es ja hier. Okay. Erstmal weg. Unseren Entgrasungstrick. Weil ich finde das, wie gesagt, nicht so dolle, wenn Gras durch Beton wächst. Das ist uncool. Das könnte man auch mal ändern, wenn das geht. Wir setzen den hier so hin und dann verschwindet das. Warte mal, drauf kann ich nie so machen. Ja, so geht's. Okay. Und hier hinten vielleicht noch. Genau. Das ist so ein bisschen der Entgrasungstrick. So, hier in der Mitte kriege ich das nie weg, weil das ist zu. Mal, vielleicht kriegt man es hier so ein bisschen. Ah, ein bisschen. Okay. Hast natürlich ein kleines Loch gerissen. Macht nichts, oder vielleicht kriegen wir es hier noch weg. Ah, ein bisschen. Egal. Gut. Super. Und das heißt. Ja, wir lassen das so. Ich meine, mit Laufen komme ich ja rüber. Genau. Hier nicht. Na gut. Dann machen wir aus den. Machen wir mal die kleinen Rampen hier. Also die halb. So, 1, 2, 3, 4, 6. So, jetzt kommen wir aber hoch, oder? Genau. Und damit wir noch was sehen, damit ihr noch was seht, noch mehr seht, machen wir natürlich noch Lampen hin wieder. Die einfach nur da sind, dass sie Strom verbrauchen. 1, 2, 3, 4. In jeder Ecke eine. Wobei, man könnte natürlich dann. Ja, warte mal, wir könnten natürlich dann auch noch so, dass das ein bisschen besser beleuchtet. Da machen wir am besten mal. Wie machen wir das? Wir machen ein paar ein paar Blöcke noch. Nee, Beton. Beton. Wie viel machen wir da? Eins, zwei, drei, vier. So, dass das halt ein bisschen in die Seite rein leuchtet. Oh, da geht uns langsam der Schotter aus, ja? Da müssen wir wieder mal bohren gehen. Na gut, gut zu wissen. So. Okay, quasi unseren Bauplatz. So, Jetpack. Und zwar würde ich das dann so machen. Das heißt, wir machen hier. Nehmen wir irgendwas Cooles oder. Oder ist das egal? Könnten natürlich sowas machen. Dann machen wir das. So. So. Und so, und dann machen wir hier die Lampen dran. Super. Super. So, ein bisschen Licht. Da mal ein bisschen Licht. So, und jetzt können wir nämlich anfangen mit unseren
Bodenkleider. Das heißt, wir hauen ja erstmal das Ding hin. Wie weit ist denn das jetzt? Okay. Zack, da ist er generiert. So, ja, ich habe jetzt keine Idee. Also ich baue wieder einfach los. Es wird wahrscheinlich auch bloß ein Rollstuhl werden. Oder so, ich weiß es nicht. Mal sehen, wir lassen es einfach mal überraschen. So, ich wäre jetzt das Schweb... 6 Stück, genau, Schwebesystem. Ich glaube, mehr kannte ich noch gar nicht, oder? Ich muss mal schauen, da gibt es ja zwar noch die großen, aber ich bin eben noch nicht so weit. Und leider... genau, ich habe nicht mehr die großen Schubdüsen. Genau hier, ich muss sogar Level 8 sein. Ich bin jetzt erst Level 7, wobei, wie lange brauche ich dafür? Naja, ist noch ein bisschen... Egal. Den werden wir jetzt aber, die werden wir noch nicht dran machen. Wir machen erstmal Blöcke. Hat, ja, hier hatte ich doch noch Blöcke. Genau, 60 Stück wird wahrscheinlich wieder knapp werden. Das ist aber nicht so schlimm. Dann machen wir erstmal. Ja, was macht man eigentlich vorne? Vorne den Endaster, den Holzdingsbums da hier. Den, wie heißt der? Holzvollernder. Genau, Holzvollernder. Den machen wir hin. Und dann eigentlich könnte man... Ich mache den Sitz erstmal. Habe ich einen Sitz? Sehe ich den Sitz? Cockpit? Hier ist Cockpit. Okay. Cockpit. Was gibt's denn da? Aha, das ist jetzt... ja, was machen wir da? Machen wir einen Zus? Oder machen wir... Nee, das sieht so, das sieht ein bisschen zu eckig aus. Das ist. So. Oh, so ein kompaktes, flaches. Ja, letzten Endes mit Geschütz, ein bisschen. Ist halt die Frage, entweder man macht eins, wo man drinnen laufen kann. Das ist. Nee, das ist mir zu. Komm mal so hin. Einfach so. Das sind die alten. Die sehen noch, ja, genau, aus. Oder das hier, wollen wir doch mal sowas machen. Aber dann passt das vorne mit den Holzvollernder nicht. Das heißt, ich mache erstmal, ich wäre so ein, wo ich auch so rumfahre und durch den Wald und alles wegernte. Machen, das heißt, ich mache dann den hier, ja, so ein bisschen kompakter. So, machen wir das. So einen kompakten, einfach so. So, dann machen wir dahinter erstmal die Basics. Das heißt, wir brauchen ein RCS. Da habe ich jetzt 2 gemacht. Ich hau die trotzdem erstmal. Sag mal, wir machen die mal so. Das mal oben drüber machen wir Metall, dass es ein bisschen geschützt ist. Dann kommen die Generatoren und dann kommt natürlich der Tank. Der Tank. So, dann kommen erstmal. Nö, die machen wir nebeneinander. Also so. So. Ich habe das Gefühl, ich baue immer die gleichen, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich. Man hat dann so einen Style irgendwie. Und der ist dann irgendwie unverändert immer gleich. So, die Munition. An die Munition. Muss ich... Ne, ich muss ja eigentlich an das Zeug eigentlich nicht ran. Sauerstoff... ja, den Sauerstoff ist okay. Hup, achso, falsch gedrückt. Ich wollte das ja hier hin machen. So, Sauerstoff ist okay. Und dann... die Munitionskiste, die kann ich auch von innen auffüllen. Aber was gut ist, ist die Frachtbox, dass die von außen ein bisschen erreichbar ist. Das heißt, wir... machen den Sauerstofftank hier hin und die Munitionskiste hier hin. So, das ist im Prinzip das Herzstück. Und dann kommt das und dann habe ich 6 von denen. 2 von denen. Das sind die kleinen, ne? M und das ist... Ne, das ist das gleiche. Ach, die stapeln bloß nicht. Alles klar. Okay. Das war das nur. Gut. So. Okay, das heißt, ich mache vorne erstmal ein bisschen
Mittelschutz dran, beziehungsweise wir machen mal noch die so. Ja, wird nicht allzu breit. Egal, ich will heute noch, ich will heute noch rumfahren, das heißt, ganz super. Kreativ, das schaffen wir jetzt nicht. So, dann machen wir die eigentlich. Können wir die. Versetzen wir die ein bisschen hinter? Wir versetzen die ein bisschen hinter. So, und den machen wir ganz dran. Den ebenfalls. So, wieso habe ich jetzt 6 Stück gemacht? Keine Ahnung. Ist das jetzt irgendwie wichtig noch? So, dann heben wir uns die auf. Wir müssen eigentlich reichen, oder? Werden wir sehen. Okay. Dann den Holzernter. Der ist, warte mal. Ach, das passt sogar. Der ist sogar so breit. Alles klar. Das ist okay. Dann lassen wir den so. Das ist gut. Da passt ja dann sogar hier noch was rein erstmal. Und das machen wir auch erstmal zu. Weil das sollte man wahrscheinlich auch ein bisschen schützen. Ich überlege jetzt gerade, warte mal, ich mache dann. Ich mache das immer so ein bisschen rund mag ich das. Man könnte natürlich vorne dann. Warte mal, wie sieht das aus? Wichtig ist ja dann immer. Okay, ich meine, so fahre ich eigentlich selten. Ich fahre dann meistens immer so. Insofern ist das egal. Okay, wieso war der jetzt hochgekommen? Egal. Insofern mache ich vorne noch ein bisschen Schutz dran. Und zwar erstmal so und dann noch schräg vorne könnte man. So, ja. Geht mal vorne vielleicht sogar noch. Können wir das noch weiter vorziehen? Ja, lass mal erstmal so. So, und das machen wir bald. Nee, das geht nicht. Wir müssen das noch gerade machen, weil das ja sonst zu dünn ist. Also wenn ich das jetzt mache, das klappt noch nicht. Okay. Ist auch gleichzeitig Schutz für die Sachen hier drinnen. Dass sie dann doch nicht weggeballert werden. So. Und natürlich brauche ich, jetzt müssen wir mal schauen, ich habe jetzt diese Triebwerke. Das heißt, ich brauche für die Seiten. Hinten, vorne, Schub ist wahrscheinlich wichtig. Das heißt, ich mache hier 2 nach hinten. Dann brauche ich nach vorne zum Bremsen natürlich auch welche. Machen wir am besten hier rein. Oder machen wir die noch eins tiefer? Nee, wir lassen die so. Wir lassen die so. Hä? Ach, das fehlte mir. Okay. Ja, die. Wieso habe ich jetzt 2 weggemacht? Okay. Die Blöcke, die sind nämlich gar nicht so widerstandsfähig. So. Und dann natürlich in die Seite. Mal sehen, ob da. Gut, ich habe jetzt noch 4. Wahrscheinlich dann doch für jede Seite auch 2, oder? Dass wir ein bisschen beweglicher sind. Weil nichts schlimmer ist, wenn man so träge nur ausweichen kann. So. Okay. Und dann gleiche und dann machen wir die am besten, machen wir die gleich daneben. Ja? Machen wir die bitte versetzt. Komm, wir machen die bitte versetzt. Ne, wir machen die daneben. Wir machen 1 versetzt. So. Genau. Zack. 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 So. Natürlich ragen die ein bisschen raus. Das gefällt mir wieder nicht.
Hinten ist okay, die Seiten vorne ist eigentlich auch erstmal okay, das ragt nie so weit raus. Aber die Seiten, andererseits könnte ich natürlich jetzt Folgendes machen. Ich könnte natürlich jetzt ebenfalls hier, ich habe noch ein paar Proteinpflanzen im Treibhaus gepflanzt. Ach so, das ist okay. Proteinpflanzen, also hier die anderen. Gut, ich weiß nicht, meint er mich? Ja, ihr meint wahrscheinlich mich. Nee, das war falsch. Ich darf nicht mehr darauf tippen, ich muss daneben tippen. So. Mache ich das so? Lasse ich das so? Ich meine, man muss ja auch ein bisschen die Düsen schützen. Okay. Ich lasse es erstmal so. Wir wollen jetzt erstmal, ich werde sowieso erstmal das Ding noch nicht ganz fertig machen. Ich lasse das erstmal so. Das wird dann unten, wollte ich das nämlich auch noch ein bisschen rund machen. Das heißt, ich picker das wahrscheinlich hier nochmal weg. Mach das rund, weil ich mag so eckige Klötze, mag ich jetzt nicht. Aber so innen erstmal alles so fertig machen und dann, apropos Essen, ja, ich muss erstmal was essen. Habe ich überhaupt was mit? Ich habe glaube gar nichts mit. Geht dann doch manchmal schnell. Habe ich hier was drin? Ja. Okay. Und noch einmal, ja. Genau. So. Jetzt wird es sogar hell. Das ist schön. Da haben wir mal was gebaut in der Nacht. Und ihr habt wahrscheinlich trotzdem was gesehen, hoffe ich. Okay, wir haben jetzt, ich werde es erstmal testen, wie der sich überhaupt bewegt. Hatte ich jetzt ein Geschütz? Ich hatte ein Geschütz. Das Geschütz würde ich dann so... Habe ich ein Geschütz? Wie habe ich? Zwei. Genau, die würde ich dann so... Warte mal, ich mache da mal die... Mach mal die Drohne. Auf der Karte habe ich zwei Marker gesetzt für Felder. Okay, warte, ich check gleich mal. Und das ist gut. Marker für Felder. Nö. Marker ist ja... Grün, oder? Marker ist grün. Finde ich gar nicht. Ja, zumindest haben wir Promethium ja hier. Genau, das sind dann die nächsten Sachen. Ich werde dann, um auch ein bisschen weiterzumachen, also um ein bisschen, was ich das letzte Mal schon gesagt hatte, um ein bisschen XP zu kriegen oder so, muss ich da mal ein bisschen was umschießen, ein bisschen was abbauen und so weiter und so fort, dass ich hier dann auch mal den Starterplaneten verlasse. Ich glaube, ich bin ja dann sowieso der Letzte hier. Okay, also was wollte ich machen? Ich wollte jetzt noch mal schauen. Ich wollte dann die Geschütze, wollte ich dann hinten drauf kriegen. Dann setze ich noch den wo haben wir ihn? Ja, die Fachbox, die kommt dann hinten so ran. Die Antenne, genau, die Antenne brauche ich noch. Und dann natürlich noch das Booster-System. So, ich würde jetzt mal gerne... wir können ja eigentlich einfach mal losfahren. Warte mal, ich könnte das natürlich hier hinten setzen. Da komme ich natürlich... Na, gut ran. Ja, so lassen wir das. Dann machen wir alles noch schön rund. Und die Antenne kommt dann irgendwo oben hin zum Scannen und die Geschütze ebenfalls. Okay. Und dann muss ich irgendwie das Booster-Ding noch rankriegen. Das wollte ich unten dran bringen. Den braucht man nicht. Das ist meine. Das sind die Geschütze und das ist die Muni für das Geschütz. Okay. Wir können mal Folgendes machen. Wir probieren mal. Ob der überhaupt sich bewegt. Das heißt, ich brauche ein bisschen Energie noch. Außerdem ist die Zeit ja schon wieder rum. Ich übertreibe ja schon wieder hier. Ist wahrscheinlich mal gut. Ich mache mal wieder einen Livestream. Ach, gerade belegt. Okay. Dann heißt das, ich habe noch ein bisschen Energie. Und... Mach hier noch ein bisschen Energie. Ich habe hier noch die Energie. Andererseits, das reicht ja erstmal. Ich mache das dann... Oder frei? Ne, sind wir noch belegt vom Sing. Dann machen wir das so. Okay. Rein. V. P. Und jetzt werden wir mal auffüllen. Oder warte mal, ich werde vielleicht doch das mit Hand auffüllen. Tank.
Zugriff. Mal sehen, was, wie viel das. 13% ist so eine Zelle. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Weil ich wollte jetzt die nicht verbrauchen. Ich glaube, die. Wie viel ist denn das eigentlich? Warte mal, wenn ich 1 nehme. 13% ist so eine große und so was Kleines ist. Gar nicht. Also nicht mal 1%. Also ein bisschen ist schon, aber es ist nicht mal 1%. Naja. Okay. Und dann machen wir mal Y. Super. Und jetzt machen wir mal, gehen wir mal hoch. Okay. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen. Oh, doch. Doch, doch. Doch, doch. Das ist gut. Also mit diesen, also vorne, hinten. Rechts. Links. Also zwei Triebwerke. Das ist schon gut. Warum? Sieht natürlich ganz schön nach hier. Kamera, aber okay. Ja, der ist gut. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Also so von der Wendigkeit. Nicht so schlimm, als wenn die dann zu träge sind. So, jetzt machen wir mal vielleicht noch Folgendes. Machen wir noch den Booster unten dran, weil jetzt kann ich das ja machen. Und ich mache den am besten auf dem Kern. So wie rum, so ist eigentlich egal, he? Also ob ich drehe oder den so mache, dann mache ich es lieber so. Genau. So, da haben wir unseren noch schwebenden Kasten. Okay, liebe Leute, ich mache jetzt mal Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal, da werden wir ein bisschen über den Planeten pesen. Ein bisschen farmen. Und dann gibt es kleine Raumschiff, dann verlassen wir mal hier den Starterplaneten und dann ist das nächste Ziel ist dann eigentlich ein warpfähiges, sodass wir ein bisschen wegkommen. Ja, und mal ein bisschen rumreisen werden. Also, liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.